Das ist eine ganz tolle Symbiose und es ist das erste Mal für uns, dass wir hier dabei sind. Und es ist total spannend, weil es ist beides Technik und es verbindet einfach die Menschen. Ich bin wirklich begeistert hier in dem wunderschönen Rahmen hier auf der Burg Deutschlandsberg. Einfach dieses Speed-Dating, was für mich komplett etwas Neues war. Ich habe nicht gewusst, was mich da erwartet. Man ist dann an einen Zeitrahmen gebunden, das ist gut, konzentriert sich auf die wesentlichen Themen, lernt auch alle kennen, man kann mit allen Gesprächen führen und ja, ich bin wirklich begeistert. Sehr interessante Struktur, also sehr interessante Spezialisten und Fachleute. Also ich muss sagen, sehr positiv für mich. Dort ist der Charlie. Also gerade in Zeiten, wo ganz viel über soziale Medien passiert, gewinnt die Kommunikation immer mehr an Bedeutung, weil es ist doch ganz was anderes, ob man face-to-face mit jemandem spricht oder halt, wie gesagt, über die sozialen Medien. Da kann man gar keinen Zusatz geben, also sowas müsste normalerweise in Österreich einmal Schule machen, aber es war der Start, wie wir gehört haben und ja, vielleicht sehen wir uns da in einem anderen Bundesland wieder. An und für sich, wenn man wirklich ganz genau nimmt, so noch die Kochbücher, sollte man das Fleisch dann in der Pfanne suchen. Der chillige Abgang dann mit der Küche, naja, irgendwann treffen wir uns alle beim Essen, beim Getränk, ja, und bei der Geselligkeit wieder. Netzwerken höchst interessant, war eine absolut tolle Veranstaltung. Beim Kochen, da habe ich ein gespaltenes Verhältnis. Ich tue lieber gern Essen und habe sehr interessiert zugeschaut, wie das Essen vorbereitet wird.